Es geht einfach darum, dass das Leben auf Ibiza für mich wesentlich relaxter ist. Das ist so, go with the flow, laissez-faire, man braucht nicht viel. Kurze Hose, Leinenhemd, irgendwelche Palatschen, die ich mittlerweile schon 3 Jahre habe. Und deshalb ist das irgendwie sehr, sehr relaxed. Heute steht ein Familienausflug an. Mit einer Motorjacht geht's zur Nachbarinsel Formentera. Ach, schau mal, wer da kommt. Aha. Hier, schau mal, wer da ist. Endlich mal wieder nach 3 Wochen Arbeit. Ja, genau. Endlich mal rausfahren. Das ist sich gut geht das. Zur Bootsparty hat Sängerin Sandra geladen. Dass Ibiza so populär bei Prominenten ist, hat einen einfachen Grund. Man ist hier unter sich. Wir sind uns immer irgendwie über den Weg gelaufen. Und wirklich, es war oft so Garderobe Sandra und daneben Modern Talking. So war es. Ja. Ne? Ja. Und jetzt Ibiza. Jetzt das Ibiza. Ja, und dann trifft man sich hier. Ich habe zwar gehört, dass es, Thomas mit seiner Familie hier lebt, aber man hat sich dann wieder getroffen in den Restaurants, sagt man Hallo und wie geht's und so. Ja. So ist das Ganze in Kontakt geblieben, ein bisschen. Neuerdings öfter, ne? Ja, neuerdings. Wie viele Jahre lebst du jetzt hier? Seit 1987. Ja, okay. Wir haben das Haus jetzt seit 2002. So, und dann, vorher waren die jetzt nicht so oft auf der Insel. Und die Insel ist nicht groß, aber trotzdem, es kann passieren, dass man sich wirklich über Monate gar nicht sieht, weil man einfach zu anderen Plätzen geht. Naja, und dann hat sich das jetzt so ergeben. Oder Schule der Kinder, oder Kindergarten der Kinder. Und da hatten wir noch nicht so viel mit zu tun. Aber wir haben den gleichen Geschmack, man trifft sich immer am gleichen Strand, in den gleichen Restaurants. Und man liebt die gleiche Farbe. Ja. Nur 20 Minuten braucht man mit dem Motorboot nach Formentera, einer kleinen Insel vor Ibiza. Hier verbreitet sich ein Hauch von Südsee-Flair. Der wohl prominenteste Ort im Archipel, dem Sonnenuntergang entgegenzufiebern. Ah! Yeah! Nur noch eine Stunde bleibt, dann versinkt die Sonne im Mittelmeer. Ja, viva Ibiza! Ja, Ibiza! Für die prominente Bootsbesatzung ist das hier das Glück auf Erden. Ich möchte darauf auch nie wieder verzichten, obwohl ich Deutschland liebe. Ich fahre gerne nach Deutschland. Ich mag Hamburg, ich liebe München und Frankfurt, Berlin, alles. Ich finde es toll. Es ist für mich immer wieder ein Erlebnis, einen Abend zurück zu dem Ursprung zu gehen. Aber ich könnte mir nie wieder vorstellen, da wirklich zu leben und so zu arbeiten.